Ik heb vanmorgen een introductie gegeven over het belang van de Duitse taal in de klas hier. Daar ben ik erg blij mee. Een grote groep leerlingen, twee groepen van de VWO bovenbouw. Heb ik daar ook heel duidelijk benadrukt. De leerlingen moeten keuzes maken. Wat het belang is van het beheersen van de Duitse taal voor hun later carrière. Dus de beroepsmogelijkheden en hun internationale visie op het zaken doen met Duitsland. Duitsland is een handelspartner waar we bijna 100 miljard euro aan exporteren elk jaar. Dus wij importeren van Duitsland zelf 70 miljard. Dus wij exporteren 30 miljard meer naar Duitsland dan zij naar ons. Dus dat betekent dat het een hele belangrijke handelspartner is voor Nederland. In een groot concern zoals Siemens, daar wordt in de top, daar wordt Engels gesproken, daar is Engels de voertaal. Maar als je ook maar iets lager komt in het lagere echelons, dan spreekt ook de techneut, dan spreekt allemaal Duits. Dus zaken doen met Duitsland, doe je in een Duitse taal. Nein, ich bin selbst kein Deutscher. Ich bin hier einer der fünf Kollegen, der hier Deutsch unterrichtet. Und das sind wir mit fünf Kollegen. Wir sind hier auf der HAVO FWO von Erasmus. Und wir unterrichten Deutsch. Und Deutsch ist für uns eine wichtige Sprache, weil wir denken, dass Deutsch, für über 100 Millionen Leute reden Deutsch in Europa. Und wir sind so nah an der Grenze. Wir verdienen sehr viel Geld mit Deutschland. Und deshalb ist wichtig, dass unsere Schüler, dass sie Deutsch lernen und dass sie auch Deutsch reden können mit einem Kunden oder mit Leuten aus Deutschland, ob sie im Tourismus arbeiten oder sie gehen Fahrrad fahren oder sie sind beim Skifahren und sie verdrehen ihr Enkel. Dann muss man nicht auf Deutsch sagen, dass der Enkel wehtut, denn Enkel ist in Deutschland ein Kleinkind. Ja, das heißt ein Knöchel. Ja, und wenn man sagt in Österreich, mein Enkel tut weh, dann kannst du nach dem Krankenhaus, da gehst du nach die Geisterkrankheit, denn der Arzt sagt, Enkel, da hast du überhaupt keinen Enkel. Nein, Knöchel. Und das sind all die wichtigen Dinge, dass Deutsch so wichtig ist für unsere Schüler. Und bei so einem Tag der deutschen Sprache, packen wir aus hier auf der Schule, dann macht der Erasmus, mach etwas Tolles.